Herzlich willkommen zurück, Freunde. Da stehen wir wieder zu Hause im Olympiastadion und warten auf die Hamburger, die ja erfahrungsgemäß auch kein so leichter Gegner für uns waren. Und ich gehe auch nicht von aus, dass das so leicht wird. Die haben nämlich bisher vor allem im Testspiel 4-3 gegen Man City gewonnen, gegen München nicht verloren. Und gut, jetzt zum Bundesliga-Auftakt gab es da 0-0 gegen Hannover. Immerhin aber einen Punkt mehr als gegen uns. Und als sie gegen City gespielt haben, ich habe es gerade nochmal nachgeschaut, haben sie jetzt auch, oder hat City nicht unbedingt nur mit einer B11 gespielt. Also da war schon, ein Haaland war dabei, ein De Bruyne war dabei. War jetzt nicht 100% A11, aber waren doch der ein oder andere Hochkaräter dabei. Das muss man erstmal gewinnen. Wir haben da leider nur ein 3-0 gegen die Münchner vorzuweisen im Supercup. Ein 1-4, glaube ich, gegen Arsenal. Aber immerhin haben wir auch mal 5-1 gegen Milan gewonnen. Ja. Also ganz so schlecht war alles nicht bei uns, aber der Start bisher war mehr als holprig. Ja, im Pokal haben wir uns extrem schwer getan, Supercup verloren. Jetzt den Bundesliga-Auftakt gegen Köln verloren. Also ich glaube, da muss heute echt mal eine Kehrtwende rein, sonst müssen wir dann doch mal den halben Kader umbauen. Was hat dazu geführt, dass unsere Bilanz gegen Nikolai Adam so gut ist? Ich weiß tatsächlich nicht, ich weiß auch gar nicht, wie lange der schon HSV-Trainer ist. Muss ich ganz ehrlich sagen, das ist bei mir ein bisschen untergegangen, schauen wir mal kurz rein, wie lange es den Bruder schon gibt. Seit ja, anderthalb Jahren. Ist mir egal, es sind 22 Spieler da auf dem Feld, ne? Und es spielt jetzt auch wirklich keine Rolle, gerade weil wir aktuell nicht in so einer guten Form ist. Trotzdem haben wir doch eine selbstbewusste Truppe, die heute natürlich zeigen will, mit ein paar Änderungen, dass es doch geht. Ayew wieder links hinten, dafür Diomande vorgezogen. Castillo beginnt rechts, statt Lara Curtis Jones 1 zurück. Neben Dardai und auf den Außen beginnen heute Rooney und Aimar mit seinem Startelfdebüt. Ich bin gespannt. Ich hoffe, die Jungs können mich wieder davon überzeugen, dass wir hier eine Champions League Mannschaft haben. Weil da müssen wir auch noch ran und ich möchte nicht in der Champions League abgeschossen werden. Naja, ich habe kurz überlegt, ob wir Willis draußen lassen, aber ja. Willis brauchst du eigentlich auf dem Feld. Den kannst du nicht draußen lassen, wenn du da nicht irgendwie eine Verletzung oder sonst was hast. Ayew. Und Diomande, Chipball kommt, wird von Schallenberg geklärt. Rooney versucht den abzufangen. Konterchance über Jatta. Und gut mitgearbeitet von Aimar. Sehr schön. Und natürlich Ludwig Javus immer noch da hinten im Tor. Der wird da wohl zumindest für das Spiel, vielleicht auch fürs nächste Mal nochmal bleiben. Schlimmer Ballverlust von Curtis Jones. Esposito, Ball geblockt. Ist einer für Ludwig. Und am liebsten würde ich ihn noch verleihen, aber da sind gerade nicht. Also der Teutermarkt, sage ich mal, für Laien ist dann doch etwas schwieriger. Wir haben auch noch Till Kätner, der bei uns aktuell in der U23 chillt, den wir auch gern verliehen hätten. Aber auch da ist irgendwie. Ui, und was macht Vuskovic denn? Vuskovic geht einfach tauchen und schickt die Omonde auf die Reise. Aber der kann das leider nicht ganz ausnutzen. Ey, witzige Situation hier. Ist da immer die eigene Füße gestolpert. Aimar spielt den kurz auf Rooney. Rooney! Ich dachte erst schon, was ist das für ein Ballkontakt, aber hat ihn sich tatsächlich perfekt vorgelegt. Gut gehalten dann von Heuer Fernandes. Vielleicht noch wieder ein Freistoßtor. Demiral kommt nicht hin. Lorenzi, Castillo. Von Castillo hoffe ich mir heute so ein bisschen. Ja, dieses Offensive von ihm, was wir so kennen, ne, die gefährlichen Flanken, die da hin und wieder mal reinkommen. Ich hoffe natürlich, er hat Bock Gas zu geben, weil eigentlich möchte er nicht mehr bei uns sein. Warum, kann ich nicht ganz verstehen. Gute Balleroberung hier von Aimar wieder und Ayew verliert ihn dann. Bakary Jatta. Ja, böses Foul, habe ich auch so gesehen. Gut Schiedsrichter, gib ihm die gelbe. Die rote, ui, da wurde scheinbar ein Ellbogenschlag. Und das ist jetzt natürlich sehr positiv für uns. Das sollten wir jetzt eigentlich ausnutzen. Da haben wir jetzt mal ein bisschen Glück. Endlich haben wir auch mal Glück. Naja, man muss es sich erarbeiten. Ich sag's ja immer. Will ich den quer? Aber abseits, okay. Ich denke jetzt, wenn es dann so aussieht, dann können wir das Ganze hier auch ein bisschen offensiver angehen. Diomande ziehen wir gleich noch mit vor. Eigentlich können wir sie dann auch pressen, oder?
Eigentlich könnten wir dann da auch mal, ne, offensiv drauf. Auf geht's. Wolfsburg gleicht mittlerweile aus bei den Hannoveranern. Sonst parallel gibt es hier nicht die spannendsten Spiele. Heute Abend gibt es dann noch den Klassiker. Das ist dann was, wo man sich drauf freuen kann. Aber so Paderborn gegen Kiel muss man sich da nicht unbedingt anschauen. Das hier, das war für mich ein falscher Einwurf, aber der Schiedsrichter hat scheinbar nicht gesehen. Gutes Tackling von Dardai, gut zurückgearbeitet. Und Castillo, jetzt geh mal da die rechte Seite lang. Ich weiß auch, dass du es kannst. Flanke kommt noch nicht ganz so, wie wir sie brauchen. Willis Jones, einmal, verliert ihn. Wir bekommen ihn wieder, Willis. Ja, aber das ist bisher noch zu ungefährlich. Einmal arbeitet defensiv gut mit. Offensiv ist das noch nicht das, was wir uns da erhofft haben. Und Wolfsburg macht es 2-1. Sonst wird das wohl noch ein bisschen dauern im Tor, wie es aussieht. Lorenzi, der HSV, spielt immer noch gut mit. Esposito Ball geblockt. Und Jabus ist da. So, eine Möglichkeit gibt es nochmal vor der Halbzeit. Wäre natürlich wichtig, hier das Tor zu machen. Rooney. Dardai Castillo. Rooney, abseits aber, oder? Nee? Dann muss es ein Tor sein. Mo, dann muss das ein Tor sein. Rooney bisher der Einzige mit einem guten Spiel da in der Offensive. Es ist auf jeden Fall viel, viel zu wenig. Aymar, reißt sich zusammen, Junge. Mo, reißt sich auch zusammen. Ja, und Byron, komm. Aber den juckt sowas nicht. Gut, wir gehen mal rein in Halbzeit 2, gehen ein bisschen offensiver. Feuern die Jungs nochmal an. Und sonst müssen wir da relativ früh wechseln. Da werden Aymar und Diomande das Feld wohl verlassen. Wallenberg mit Olesen. Der Ball läuft trotzdem sehr gut bei den Hamburgern. Aymar wieder mit der Balleroberung und dann schlägt er ihn einfach weg. Die spielen auch komplett ohne linken Offensiven dann, ne? Also wenn es so ist, dann lass uns hier den Byron mal noch ein bisschen weiter vorziehen. Dann soll der attackieren. Einmal hat hier was abbekommen scheinbar. Eine Schnittwunde am Oberschenkel. Ja, da muss er raus. Da muss er raus. Damit hat man früher noch gespielt, aber heutzutage ist es ja schon lebensgefährlich. Diomande. Oh, schöner Abschluss, aber ein bisschen zu wenig Kraft dahinter. Ich denke, jetzt werden wir auch wechseln. Auf der linken Seite kommt Maxi Bayer. Und ja, entweder läuft es Chico oder Fabian. Ne, wir bringen erstmal Fabian und dafür Jones nach vorne. Ja, wir können theoretisch Ben Richards dann nochmal als Rechtsverteidiger auch bringen für Castillo. Müssen wir mal überlegen. So, der Ball wird geblockt. Sané klärt den. Landet aber bei uns. Castillo, Demiral, Fabian. Gut aufgepasst von Vuskovic. Der HSV macht das echt richtig gut, muss man sagen. Oder wir machen es richtig schlecht, ich weiß nicht genau. Aber ich muss sagen, in Unterzahl sieht das hier sehr, sehr ordentlich aus, was die spielen. Willis, schön raus für Castillo. Arambu, klasse Tackling. Gibt es die Kontermöglichkeit? Florenzi verliert ihn. Gut geholt von Castillo. Fabian. Bayer, und was sind das denn für Abschlüsse? Jungs, wer sagt denn euch, dass ihr von da schießen sollt? Erklärt mir das mal. Hä? Wer hat euch das erklärt? So, wir werden jetzt trotzdem den Wechsel machen. Castillo raus, Ben Richards hinten rein. Und Loftus-Cheek kommt auf die 10. Vielleicht sind wir ihn sogar als Schattenstürmer. Joa, probieren wir es mal aus. Dann haben wir noch einen Wechsel übrig. Wo hinten mit dem Einwurf? Da ist Loftus-Cheek. Den Ball für Willis und Willis für Rooney, aber das war Abseits, oder? Rooney mit dem Heber auf die Latte, war wieder kein Abseits. Und wieder spielen wir es leider nicht so gut aus. Dann das zweite Abschlag. Gut geholt von Bayer. Loftus-Cheek. Loftus-Cheek steckt den durch für Willis. Und wieder ist da ein Fuß dazwischen. Wieder treffen wir das Tor nicht. Eieiei.
So, unser letzter Wechsel. Shindo rein. Bisschen Offensiv-Power auch nochmal von ihm. Fabian ziehen wir noch eins vor. Alles Box zu Box. Tempo höher. Gehen in die Konter. Wir müssen es jetzt schnell spielen. Auf geht's. Jungs, kommt schon. Wir spielen hier 80, nee, 70 Minuten Überzahl, also da muss doch wenigstens das eine Tor bei rausspringen. Richards, Bayer. Nee, Ball landet aber wieder bei Fabian. Dardai schießt hier den Kopf vom Gegner ab. Loftus-Cheek, gut geholt. Ben Richards, Rooney, abgeblockt, Bayer. War abseits. Wir gehen auch sehr offensiv. War dann nochmal mehr vom Team. Thiago Almeida. Mazengo. Ball ganz nach hinten, jetzt könnten wir anlaufen. Fernandes, langer Abschlag. Landet nicht bei uns. Und da ist auch die Balleroberung. Wieder Loftus-Cheek, der da mitarbeitet und Alejo-Velis. Loftus-Cheek, Flanke kommt lang, aber in die Arme von Fernandes. Loftus-Cheek gefällt mir gut, kommt gut rein in die Partie. Fernandes, langer Abschlag. Landet bei uns Dardai, Ben Richards. Und Rooney. Vielleicht steckt durch Fabian, hat er eine Idee? Jawohl, Rooney, Velis an dem Pfosten. Das war schon wieder abseits. Ei. Oh, Jungs, Jungs, Jungs. Kommt, kommt. Viertelstunde haben wir noch. Gibt nochmal Gas. Haut alles rein, was drin ist. Busković haut den erstmal in die Mauer. Das ist auch gut. Richtig, dass wir da nicht das Gegentor bekommen, sonst sieht es hier nochmal deutlich schlimmer aus. Thiago Almeida. Lässt sich da viel Zeit, klar. Da beginnt jetzt das Zeitspiel des HSV. Die sind hier mit einem Punkt zufrieden. Gut von Javus, schön weggefaustet. Und Bayer wieder dazwischen, holt sich den Ball. Einwurf bei Richards. Auf das Cheek. Verliert den Ball an Olesen. Holt ihn sich nicht ganz zurück. Ball wird geklärt. Dardai, es könnte die nächste Chance geben. Ball auf Loftus-Cheek. Und schon wieder so ein Field-Goal-Abschluss. Ja, und die Zeit rennt uns davon. Chindo, nochmal mit der Balleroberung. Steven Chindo. Spielt ihn ab. Dardai steckt ihn durch. Loftus-Cheek. Oh, wieder abseits. Und wieder wäre es kein Tor geworden. So, Dardai nochmal mit dem Freistoß. Ist das die letzte Möglichkeit, Demiral? Vorbei. 4 Minuten, 3 Minuten noch. Gibt's hier noch mal was in der Nachspielzeit? Vielleicht gibt's noch mal eine Möglichkeit. Ballverlust Mazengo. Loftus-Cheek übernimmt. Bayer legt ab für Willis. Außenpfosten. Nein. Und wir gehen hier nach 70 Minuten Überzahl mit einem 0-0 raus. Ach du Scheiße. Bisher nach 3 Spielen gegen 3 Bundesligisten noch nicht ein Tor geschossen. Puh. Fabian probiert es nochmal. Nee. Das war's. Wir spielen hier 0:0 gegen den HSV. Wir hätten genug Chancen auf ein Tor. Wir haben es leider nicht genutzt. Loftus-Cheek ist sehr, sehr gut reingekommen. Klar, defensiv hatte nicht viel zu tun. Ui. Okay. Okay. Ich möchte jetzt natürlich auch nicht dadurch übermütig werden auf dem Transfermarkt und jetzt Übersprungshandlungen machen, aber im Moment sieht das noch gar nicht gut aus, was wir hier machen. Also da wird morgen auf jeden Fall zum Training angetanzt. Vielleicht müssen wir da auch Welis mal in Frage stellen, wobei das haben wir ja schon mal gemacht und da hat er uns gezeigt, dass da dass das falsch war. Heute hat er uns, ja, er hatte wenig Glück. Bis auf die Chancenverwertung kann ich ihm nichts vorwerfen. Stimmt grundsätzlich, ja. Wie haben Sie die heutige Leistung von Heuer Fernandes gesehen? Ist mir egal. Unser Stadtpartner hat besser gemacht. Die haben am Freitagabend gegen Leverkusen gewonnen und damit auch für sie die ersten 3 Punkte geholt. Richtig. Leverkusen verliert weiter. Vielleicht ein gutes Argument, um Dennis Seimert zu holen. Allerdings machen wir es halt leider nicht besser. Das ist das Problem hier in der Sache. Die Wolfsburger gewinnen 2-1 gegen Hannover.
Holstein Kiel gewinnt 2-1 gegen Paderborn, ist damit richtig gut unterwegs bisher. Das sind ja die Aufsteiger-Euphorie, Aufstiegs-Euphorie, die schwingt da wahrscheinlich noch ein bisschen mit. Bremen 0-0 gegen Mainz und München gewinnt den Klassiker, den ersten Härtetest in der Bundesliga gegen die Dortmunder. Am Sonntag haben wir nochmal Freiburg mit einem 1-1 gegen Frankfurt, Leipzig mit einem 2-0-Sieg gegen die Kölner, die zuletzt die Hertha, also uns, besiegt haben. Und die Stuttgarter gewinnen das Baden-Derby 1-0 gegen Hoffenheim. Damit sind wir Tabellen-15. Und zwar da, wo wir gar nicht stehen wollen. Prinzipiell sind es nur 3 Punkte bis in die Champions League. Aber wir hätten natürlich jetzt schon 6 Punkte haben können und eigentlich müssen. Gucken wir mal, wie es weitergeht. Ich weiß nicht, ob es so viel toller wird. Gegen wen geht es denn jetzt? Gegen die Wolfsburger am Freitagabend. Gut, das wird ein schwieriges Spiel. Ich gebe aber natürlich Gas. Und die Jungs auch hoffentlich heute und generell die Woche im Training. Ne? In dem Sinne, Freunde, haut rein. Wir haben noch eine kleine schwierige Zeit vor uns. Aber wer wären wir denn, wenn wir nicht alle Krisen meistern und am Ende doch die Euroleague gewinnen wie letztes Jahr? Und ja, vielleicht wird es dieses Jahr nochmal ein Tick besser. Schauen wir mal. Das Jahr ist noch lang. Die Saison ist lang. Ich sag's euch, Freunde.